Aber Christoph, lass uns nochmal auf das Thema Gas schauen. Also Nord Stream 2 wird ja demnächst abgeschaltet wegen angeblicher Wartungsarbeiten. Aber wie groß ist tatsächlich die Gefahr, dass Russland und Wladimir Putin sagen, so, jetzt liefern wir überhaupt kein Gas mehr? Also Carsten, meine persönliche Meinung ist, dass diese Gefahr wahnsinnig groß ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gas mittlerweile zu einer Waffe geworden ist. Eine Waffe in einem hybriden Krieg zwischen der Europäischen Union und Russland. Und dass Russland versucht, über die Gaswaffe uns Deutschland an der kurzen Leine zu halten. Immer mit dem Ziel, den Deutschen vor Augen zu führen, wie groß die Abhängigkeit vom russischen Gas ist und damit zu verhindern, dass die Waffenlieferungen und die finanzielle Unterstützung an die Ukraine überhand nehmen. Das ist meine rein persönliche Meinung. Im Kreml wird das natürlich alles dementiert und zwar kategorisch. Und da heißt es, diese Probleme mit der Nord Stream 1 jetzt und auch die Reduzierung auf nur 40% des herkömmlichen Durchflusses habe nur technische Gründe. Das halte ich für ein Lippenbekenntnis. Und es ist irrsinnig schwierig, hier in Russland auch eine Bestätigung für meine Vermutungen zu bekommen. Aber ich habe eine gekriegt, und zwar über den äußerst einflussreichen pro-russischen Blogger Juri Padalyaka. Der hat jetzt unlängst auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht, wie er das sieht. Und er bezeichnet Gas tatsächlich als politische Keule in einem hybriden Krieg. Und das Ziel ist es eben, ich kann es noch einmal sagen, Deutschland so in die Enge zu treiben und zu destabilisieren, dass man sich eben von unserer Seite zurückhält mit der Hilfe gegenüber der Ukraine.